Gerade der Dialog zwischen den Kulturen einen immer höheren Stellenwert an. Zum Beispiel der zwischen der islamischen und westlichen Welt. Doch nicht immer gestaltet sich dieser einfach. Was es heißt, diesen Dialog verweigert zu bekommen, hat Ayaan Hirsi Ali am eigenen Leib zu spüren bekommen. Die niederländische Islamkritikerin und Frauenrechtlerin verlor vor 5 Jahren den befreundeten Regisseur Theo van Gogh. Er wurde auf offener Straße von einem islamischen Fundamentalisten ermordet. Die Bluttat löste weltweit Bestürzung und Empörung aus. Van Gogh hatte gemeinsam mit Ayaan Hirsi Ali den islamkritischen Kurzfilm Submission One gedreht. Der Film erzählt von sexuell missbrauchten Musliminnen, auf deren nackten Körper Koranverse gemalt sind. Ayaan Hirsi Ali, die Holland verlassen musste, lebt heute an einem unbekannten Ort in den USA. Ihr Leben ist nach wie vor in Gefahr. Ohne Personenschutz kann sie sich nicht frei bewegen. Annette Poppenhäger hat sie zum Auftakt ihrer Lesereise für ihr neues Buch Adam und Eva getroffen. I can tell you that I live in the United States. Ich kann Ihnen erzählen, dass ich in den Vereinigten Staaten lebe, in Washington, D.C., aber ich kann Ihnen nicht meine genaue Adresse geben. Ich arbeite für das American Enterprise Institute und ich bin dort seit September 2006. Ich denke, dass es sich so anfühlt, als ob man immer noch bei seinen Eltern lebt. Wissen Sie, es gibt so viele Dinge, die man tun kann. Man hat die Freiheit, viele Dinge zu tun, allerdings unter Beobachtung eines Sicherheitsdienstes. Wie es sich anfühlt. Es fühlt sich seltsam an. Manchmal ist es traurig, manchmal ist es schmerzhaft, aber insgesamt komme ich damit klar. Viele der europäischen Politiker, der Macher, der Journalisten und Akademiker lehnen es ab, den Islam als Problem zu betrachten. Ich versuche immer zu unterscheiden zwischen dem Islam als einer Ideensammlung und dem Muslim als Individuum. Muslime sind sehr verschieden. Einige sind assimiliert, andere sind dabei, sich anzupassen. Manche lehnen das ab. Der Islam allerdings als eine Glaubensrichtung, besonders in seiner aktiven politisch-ideologischen Ausrichtung, ist das Gegenteil von allem Europäischen. Es ist eine Religion der Eroberung, extrem gefährlich. Und ja, viele Europäer verschließen davor ihre Augen. Die europäischen Verfassungen beruhen auf der Freiheit des Individuums, der Gesetzgebung. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die sexuelle Orientierung ist frei. Die europäischen Prinzipien und der politische Islam schließen sich gegenseitig aus. Euro-Islam ist Unsinn. Euro-Islam ist Nonsens. Wir reden über Politik. Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika nicht von vornherein bereit wären, Kompromisse einzugehen in Fragen der Frauenrechte, der Menschenrechte gegenüber denjenigen, die unter den Taliban-Gesetzen leben, dann bräuchten sie doch gar nicht mit den Taliban zu verhandeln. Der Job kann von den Streitkräften gemacht werden, aber ihr Einsatz muss glaubhaft sein. Der vorige Präsident der Vereinigten Staaten wurde kritisiert, weil er es ablehnte, mit Terroristen zu verhandeln und stattdessen Amerikas Macht ausspielte. Die gegenwärtige Regierung glaubt, dass sie fähig sei, die Taliban zu überzeugen, ihre alten Wege zu verlassen. Ich denke, wir sollten dem neuen Präsidenten eine Chance geben. Aber ich kenne die Überzeugungen der Taliban. Sie werden sie nicht aufgeben. It is who they are. Why would they give? They won't give up their convictions. Ich denke, Obamas Versuch wird alle Europäer besänftigen und alle Amerikaner, die lange Zeit dachten, dass die Bush-Regierung zu forsch vorging und dass geredet werden müsse. Aber was, wenn bei den Gesprächen im Iran, bei den Taliban nichts herauskommt? Was wird der nächste Schritt sein? Wenn die Diplomatie scheitert, was folgt als nächstes? Thank you.
Es war nicht wirklich ein Kinderbuch. Man kann es wohl ein politisches Pamphlet oder einen langen Essay nennen. Es war nicht geplant, eine Kinderbuchautorin zu sein. Aber ich wollte die Leute, die Kinderbücher schreiben, dazu inspirieren, in diese Richtung zu schauen und Figuren mit unterschiedlicher religiöser Herkunft zu schildern. Und unglücklicherweise sagten einige der niederländischen Autoren, nein, wir können das nicht machen, weil wir nichts über die Familie und die Realität eines muslimischen Kindes wissen. Ich finde das tragisch. Es enthält viele Stereotypen, aber Stereotypen gibt es nicht ohne Grund. Es ist universal, indem man Adam und Eva verwendet, was eine biblische Geschichte ist und eine Art von Universalität erschafft. Ich arbeite gerade an einer Fortsetzung von Mein Leben, meine Freiheit, die im Februar 2010 veröffentlicht werden wird. Und ich arbeite auch an einem Dialog zwischen Mohammed und drei westlichen Denkern: John Stuart Mill, Friedrich Hayek und Karl Popper. Das sind drei Themen, von denen ich denke, dass sie die Widersprüche zwischen der westlichen und der islamischen Zivilisation und ihren Anhängern aufdecken. Und eine Sache ist der Stellenwert des Individuums. Mohammed und Popper werden über die Stammesgesellschaft einerseits und die offene Gesellschaft andererseits diskutieren. Hayek und Mohammed über Individualismus versus Kollektivismus. Und das dritte Thema ist der Stellenwert der Frauen. Ich habe mich dafür entschieden, John Stuart Mill hierbei das Wort zu erteilen, denn er schrieb diesen wunderbaren Essay im Jahr 1869, als er sich für die Emanzipation der Frauen stark machte. Mit einer Trauerfeier nahm Deutschland am Wochenende Abschied von den Opfern des Amoklaufs in Winnenden.